Wer schläft da? Ach, die schon wieder. Die will immer mit dem Megafon wetten. Die Cindy Hong, die wecken wir doch immer mit dem Megafon. Und hier unten alles in Ordnung. Nichts angebrannt, nichts verkokelt. Gut. So, Derp kann ja dann in einer halben Stunde nach Hause und Mandy macht heute weiter da ihr Training. Oh, das sieht schon eleganter. Oh, guckt euch das mal an. Das wird ja mal besser. Das ist ja klasse. Ja, hab ich doch gesagt. Niemand vertraut mir, dass ich das auch kann. So, seht ihr? Sieht wunderschön aus. So. Mandy, das hat jetzt wieder eher was von der Ente. Oh Mann, immer wenn du nicht hinguckst, mache ich voll die geilen Moves, ne? Würde ich mal erwähnt haben. Schläft Kahn jetzt hier hinten? Ja, ich dachte, der ist sein Zimmer irgendwie da oben. Hier nebendran. Hier, ich dachte, hier ist Kahns Zimmer. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Die Party von an Party teilnehmen. Ja, 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 das geht jetzt nicht. Wir müssen... Ernsthaft, ob du schläfst in der Vorlesung? Ja, Mann, ich verstehe nichts. Inzwischen sind die ohne ihn schon allein geschlafen. Ey! Mr. Anthony! Ich verstehe nicht, was sie da hinten labern. Und nein, Kronk hat keine Ahnung. Justin Kronk. Hallöchen, Popöchen, ich schreibe mir jetzt hier mal mit. Ich sehe zwar nicht aus wie Kronk und alle sind eingeschlafen, aber hey. Oh, oh. Hier oben wird wenigstens Party gemacht und so. Guck mal, da ist ein Student irgendwie. Es ist ja wirklich fast jeder, ne? So eher nicht. Ach, finde ich super. Das ist immer toll, sowas. Er steht da oben und schreibt mit? Man muss sich nicht hinsetzen? Ey, selbst die da hinten ist eingeschlafen. Oh, guck mal, da vorne ist jemand wach geworden. Ich glaube nicht, dass er sonderlich spannende Themen hier gerade veranschlagt hat. Ich weiß nicht, ob man überhaupt einer Vorlesung beiwohnen muss. Ich glaube, wir könnten theoretisch auch oben irgendwie miteinander zocken oder spielen oder sowas. Oh, eine Fee, guck mal. Sid Severus. Severus, es ist Severus! Ich habe Severus gefunden. Severus ist eine Fee mit... Ja, es ist... Harry. Harry, ich bin eine Fee. Küss mich. Oh. Harry, Harry, guck mal meine schönen blauen Haare. Wunderschön. So, sie trainiert noch weiter. Er kann an der Party nicht mehr teilnehmen, weil irgendwie... Baum? Wo ist jetzt die blöde Party? Ich hatte Level 5 erreicht. Ja, schneller weiter. Wenn Mandy weiter so fleißig ist, wird sie noch eine wahre Sportskanone. Mandy kann sich nun überwinden, noch ein wenig länger zu trainieren. Das ist ja toll. Wo ist jetzt die fette, geile Fete? Wo ist jetzt das Saufgelage? Hallo, Saftparty, wo ist die? Ihr seid alles auch solche Safttüten, ne? Wahrscheinlich findet die gar nicht statt. Na gut, dann gehen wir mal nach Hause. Gucken noch zu, ob Mandy ein bisschen eleganter geworden ist. Na? Na, wie sieht's aus? Sie macht immer einen noch auf Ente, ne? Es ist immer noch so die Ente. Ja, es ist immer noch die Entenstellung. Oh, du hast ja gar keine Ahnung, das soll Dramatik darstellen. So. Und nochmal von vorne. Schwung holen, Seite und nach hinten. Und jetzt nach Edel, nach vorne. Sieht doch sehr elegant aus, finde ich. Ja, ich weiß auch nicht, Mandy. Das ist so ein bisschen... Das ist schon wieder die Ente. Sie macht... Was soll das denn darstellen? Ich weiß nicht ganz, was das genau darstellen soll, aber es sieht echt gruselig aus. Lass das bitte in Zukunft. So, sie muss auch noch ein bisschen auf den Pott. Geh mal auf den Pott. Und ihre Leistung ist hier schon wieder ein bisschen am Sinken. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Das ist ja grauenvoll. Hier, lernen. Ja, normal reicht. Wo ist Derp jetzt? Ich bin angekommen. Hallo. Mann, was für ein Scheißunterricht. Oh, wie er gerade geguckt hat. Ich glaube, Derp als Werwolf, das würde mir wirklich gefallen. Was ist das hier? Um schnell deine Fähigkeiten zu verbessern, brauchen wir jetzt nicht. Aber ein Werwolf? Elixier bei sich selbst anwenden. Na, da wäre ich. Bin jetzt mal gespannt. Ui, was ist passiert? Was ist los? Bin ich jetzt ein Werwolf? Ist er jetzt ein Werwolf? Er hat es ja auf sich selbst geworfen. Werwolf, tatsächlich. Na, versuchen wir das doch einfach mal. Derp Mangold ist durch die Anwendung der abgefüllten Verwünschung des Lykaners ein Sklave des Vollmonds geworden. Da ist Heulen üben angesagt. Beim nächsten Vollmond wird alles anders sein. Wobei, wenn wir uns jetzt verwandeln, dann verderben uns so ein bisschen so die Werwolf-Überraschung.
Ach so, na gut, dann warten wir, bis Vollmond ist. Ach ja. Ach, Deb, du bist so süß. So. Seine Lernkurve ist ganz oben. Morgen ist Prüfungstag. Wir könnten schon mal anfangen, ein bisschen aufzuräumen. Wenn morgen Prüfungstag ist, dann wäre es ja sinnvoll, wir würden alles mitnehmen, was in diesem gesamten Haus, was wir quasi mitgebracht haben. Ne? Also schon mal so ein bisschen zusammenräumen, nur noch den Klapptisch da haben. So die für die Klamotten für morgen quasi so nur so rausgelegt noch auf die Ecke. Komm, wir können auch den ganzen Tisch mitnehmen. Schließlich haben wir hier ja alles eingerichtet, also ist es auch nur fair, wenn wir das alles mitnehmen. Die ganzen Bücher und die ganzen Klamotten. Oh, die ganzen Demonstrationsbanner, die wir gemalt haben. Die Pflanze bleibt hier. So. Na. Der Mülleimer. Also brauchen sie jetzt nur noch die Sachen zum Schlafen. Das kann ja erstmal wieder weg. So, was hatten wir noch? Hatten wir noch irgendwas aufgepeppt? Ja, okay, wir hatten jetzt diese Stange hier dran gemacht. Die war ja auch teuer. Ich wollte nicht den Spiel mitnehmen eigentlich. Danke. Was hatten wir sonst noch gemacht? Hatten wir den Billardtisch hingestellt? Ich weiß nicht, ich nehme ihn trotzdem einfach mit. Also, ich nehme den jetzt einfach mal mit, weil wir das, wir brauchen den für... Und die Spielkonsole ist, glaube ich, auch unsere. Ihr wisst schon, wir brauchen die zu demonstrativen Zwecken für... Ich weiß es nicht. Ihr habt es schon wieder vergessen. So, ich glaube, das war alles. Ja. Zumindest die wichtigen Sachen. Oh, hier hängt noch jede Menge Zeug an der Wand. Das wollen wir natürlich als Erinnerungsstücke auch mitnehmen. Können wir nicht? Oder können wir... Das sind ja alles Gegenstände, die uns dann unser Leben lang ans Studentenleben erinnern werden, die dann irgendwo im Keller liegen. Wir müssen unbedingt einen Keller bauen. Unbedingt einen schönen Keller, wo wir dann so ein Retrozimmer einrichten. Mit dem Billardtisch und so ein paar Bannern so aus der Studentenzeit. Kann ich mir richtig gut vorstellen. So. Schön kahl und schön leer geräumt. Was ist jetzt hier über Werwolfsverwünschung beschweren? Ich find's voll scheiße, dass ich jetzt ein Werwolf bin, ne? Ey, danke, dass du Mitgefühl zeigst. Ja, Regen ist übrigens genauso dämlich. Stell dir vor, du bist Werwolf und es regnet. Ey, dein ganzes Feld stinkt dann. Brauchst einen Regenschirm, sonst kommst du nicht durch. Ja, das stimmt. Gott sei Dank habe ich immer einen Regenschirm dabei. Ja, also den sollte man sich schon unbedingt gekauft haben. Das wäre sonst voll ätzend, wenn man nass wird. Ja, ich glaube, meine Freundin mag es auch nicht, wenn ich mit stinkigem Fell ankomme. Ja. Übrigens, Videospiele. Ne, ich kann das voll. Ich bin der Größte. Ich übrigens auch. Ich bin auch voll geil in Videospielen. Das interessiert mich nicht. Ich habe zuerst angegeben, also bin ich cooler. So, jetzt gehe ich hier mal den ganzen Unrat wegschmeißen. Ist ja nicht schön. Ah, Hilfe, Hilfe, er hat mir mein Haus weggenommen. Oh, ein Eichhörnchen. Ist das süß. Ach so, warte, tue ich das wieder weg. Sekunde. Oh, du kleines, niedliches Eichhörnchen. Ich nehme dich mal mit. Cool, wir haben Eichhörnchen gefangen. Einfach mal so ein Eichhörnchen mitnehmen. Er nimmt ja eiskalt das Eichhörnchen mit. Sag mal, er hat doch vorhin so einen riesen Laubhaufen aufgehoben und da wieder hingelegt. Ist das normal, dass er schrumpft? Das ganze Wasser ausgepresst. Oh, du süßes, kleines Knupsi-Pupsi. Oh, du. Oh Gott, ist das niedlich. Derp und das Eichhörnchen. Och, ist das entzückend. Oh. Halt, da können wir wenigstens hier mal so ein bisschen hoch. Das war nicht so gemeint. Sekunde. Da wird sich schon wieder gestritten. Oh. Kleines Eichhörnchen. Oh, Gucci, Gucci, du bist aber ganz ein süßes kleines Eichhörnchen. Na, wie gefällt dir der Herbst? Hm? Willst du eine Nuss haben? Magst du Nüsse? Magst du Bratwurst? Hm? Wie ist es so? Geht's dir gut? Alter, erst nimmt er mir meinen Laubhaufen weg und jetzt labert er mich auch noch voll. Gib mir gefälligst einen Whiskas. Du wirst höchstens so Whiskas. Ach, du bist so niedlich und so flauschig, mein kleines Knupsi-Pupsi. Ungeimpft und überall voller Parasiten. Ach, ist das niedlich.
Ich knuddel mit dir den ganzen Tag. Vivi. Das sieht ja voll geil aus, wenn hier so Wildgänse und Fluggänse so vorbeiziehen. Ist ja nun mal im Herbst so, ne? Imi Huvanashi. Was macht Mandy jetzt? Mandy will auch mit, aha. Alle wollen mit der Cindy da reden, ne? Ne, das war die Margarete Kate. Genau, die Margarete. Alle lieben Margaret. Super erwachsen wieder mal. Ich glaube, die mögen sich. Ich spüre gute Schwingungen. Ich lese voll gern Comic-Hefte. Magst du auch Comic-Hefte? Ja, Superman ist voll geil. Aber ey, Mann, ey, die sind so teuer, die ganzen Hefte zu Hause zu haben. Ich glaube, Kahn mögen sie irgendwie beide auch nicht. Was will sie jetzt über das einschalten? Was ist jetzt los? Ich bewundere Sims, die sich die Mühe machen. Döpp hat ein Nagetier gefangen. Aha, gewöhnliches Nagetier war das nur. Achso, die machen jetzt hier drüben ein bisschen Party. Wir könnten ja noch heute Abend ein bisschen Party machen wenigstens. Ne? Was ist jetzt los? Angst haben. Döpp, was machst du wieder? Döpp, was machst du? Damit rechnet sie nie. Ein Stückchen vorwärts. Jetzt entschuldigst du dich gefälligst sofort bei ihr. Also das ist ja unglaublich, so ein Das ist ja, also... Kannst du dann wenigstens nicht sagen... Reizreaktionstest? Theorie postulieren? Er kann sich nicht mal bei ihr entschuldigen. Aber er kann gemein sein, vorwerfen, eine Diva zu sein. Mit Megafon ärgern. Oder er könnte... Gibt's denn hier noch alles andere? Naja, gut. Könnte sie auch einfach anspringen und danach abknutschen. Habe ich dich erschreckt? War das erschreckend? Wie wäre es, wenn die beiden noch was zusammen unternehmen würden? Um Verabredung bitten und dann... Könnten wir noch irgendwo hin, wo es schön ist. Strand zum Beispiel. Einmal ein kleines Date machen. Date! Strand bei Sonnenuntergang, passt doch. Dirk Mangold hat all seinen Mut zusammengenommen. Wieso Mut ist es seine Freundin? Ich würde gerne das unternehmen. Wir können ja einen Film sehen oder so. Ich dachte eigentlich mehr, dass wir an den Strand gehen. Also laufen, meine ich damit. Weil ich warte hier. Warte ich neben dem Polizeiwagen. Kann ich da nicht wieder... Ja, hier im Polizeiwagen der Liebe. Wee, love. Wenn du verstehst, was ich meine, Schätzchen. Wir können nachher auch im Polizeiauto noch ganz andere Dinge miteinander machen. Derb, doch nicht in deinem Dienstwagen. Echt mal. Ich bin doch gar nicht mehr bei der Polizei. Ach, das sieht aber schön aus. Und jetzt wird nicht geschwommen hier. Jetzt könnt ihr euch mal hier an den Strand stellen und den Sonnenuntergang genießen. Hierher schippern? Nee, das ist schon im Wasser. Hierher gehen. Und hierhin gehen.